Guten Morgen, meine Freunde. Wir müssen sprechen, wir müssen reden, es ist dringend. Ich habe gerade die Fragen des Mentoring Mondays ein bisschen abgecheckt und ich merke, dass wir immer noch ein großes Missverständnis um das Wort Purpose, um das Wort Bestimmung haben und gleichzeitig auch der Drang immer größer wird, endlich in die Umsetzung zu kommen, endlich zu handeln, endlich was zu tun. Und ich möchte jetzt hier mit diesem Video nicht für negative Stimmung sorgen, aber ich möchte dich warnen, falls du das, was ich jetzt gerade gesagt hast, vielleicht auch gerade in dir verspürst, so einen Drang, etwas zu tun, aber du weißt noch nicht so genau, was und vielleicht auch gar nicht, warum. Denn die Arbeit, die ich hier mit The Chain is Life mache, die mache ich nicht einfach so zum Spaß, sondern die mache ich aus gutem Grund, weil ich selbst in die Falle getappt bin, die ich dir jetzt hier nochmal ein bisschen genauer erklären möchte. Und deswegen ist es mein Purpose, dir zu zeigen, wie diese Falle aussieht und wie du dieser Falle entgehen kannst. Das heißt, gut zuhören. Und es wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch und nicht jeder hier versteht genau, was ich meine. Aber wenn du schon nur ein bisschen was verstehst von dem, was ich jetzt sage und dich angesprochen fühlst, dann melde dich nach diesem Video direkt bei uns. Schreib mir eine DM und guck dir auch mal unser Bildungskonzept an. Denn es gibt einen guten Grund, warum wir Selbstbewusstsein und Purpose als Fundament legen bei uns. Nicht Selbstmanagement und Finanzen. Die Umsetzung ist immer erst der zweite Schritt. Etwas zu tun kann man immer erst dann, wenn man weiß, warum man es tut. Die Frage, was soll ich tun, ist zuerst mal immer die falsche Frage. Warum tue ich es? Und damit komme ich jetzt auch so ein bisschen zu diesem wichtigen Thema. Denn was ich immer mehr beobachte in der Community, aber auch einfach auch in der Gesellschaft, vor allem jetzt auch nach Corona, ist, dass wir immer mehr zu einer Gesellschaft werden, die sich nicht mehr auf das Fühlen und das Denken fokussiert, sondern nur noch tut. Einfach nur noch tut, ohne wirklich zu verstehen, dass Handlungen, die nicht auf positiven Emotionen beruhen, dich nirgends hinbringen werden. Das heißt, egal was du tust, wenn du es nicht aus einem dir ganz bestimmten Grund tust, wenn du da hier nicht zuerst was fühlst, wenn nicht zuerst eine Emotion und ein Gefühl entsteht, dann ist es keine nachhaltige Handlung. Das heißt, egal was du tust, kurzzeitig kann es dich vielleicht ein bisschen glücklich machen oder dir einen kurzen Dopamin-Boost geben, aber langfristig wirst du nie positive Gefühle aus etwas entstehen lassen können, das nicht bereits aus dieser Essenz heraus entsteht. Und hier kommen wir jetzt ein bisschen zu diesem Thema Essenz. Essenz. Was ist Essenz? Essenz ist das, was wir als Menschen, nur wir Menschen, in uns bereits tragen. So, das ist schon da. Das hat jeder von uns hier irgendwo ganz tief in sich drin. Und das Problem ist, dass wir es aus uns rausgedroschen gekriegt haben, als Kinder, als Jugendliche oder auch durch System, weil man uns immer gesagt hat, nein, nein, falsch, falsch, falsch. Und wir haben es geglaubt. Wir haben uns distanziert von unserer Essenz. Wir sind weggekommen von unserer Wahrheit, die hier bereits war. Die Kunst, die wir Menschen alle haben, die uns verbindet, ist die Kunst, uns gegenseitig zu verbinden. Nicht nur ich mit dir, sondern du mit dir selbst. Da ist eine Verbindung und damit auch die Kunst, deinem Leben einen Sinn zu geben. Hier ganz tief in dir Meaning, the Art of Meaning zu kreieren. Und dann natürlich auch Selbstausdruck. Das ist auch eine Kunst, dich selbst auszudrücken. Und was passiert aber jetzt? Dadurch, dass viele Menschen diese Essenz gar nicht mehr haben, sie gucken nach links und rechts. Sie fangen an, andere Menschen, die im Selbstausdruck sind, zu emulieren, zu simulieren. Sie simulieren, also sie handeln, ohne die Basis der Emotion, die dazugehört für Selbstausdruck. Das heißt, sie, und jetzt kommt das große Wort Dissonanz, sie bewegen sich langsam aber sicher von ihrer Essenz weg, noch mehr. Das heißt, sie sind schon nicht mit ihrer Essenz verbunden und dadurch, dass sie jetzt anfangen, auf Social Media allen anderen zuzuschauen, statt sich mal in Ruhe die Frage zu stellen, hey, wer bin ich eigentlich, distanzieren sie sich noch mehr. Sie simulieren und emulieren oder handeln aufgrund von negativer Motivation. Wenn du auf Basis von negativ motivierten Werten handelst, kreierst du nie ein nachhaltig positives Resultat. Etwas, was dich wirklich erfüllt und glücklich macht. Das heißt, selbst die richtigen Handlungen basierend
auf den falschen Gründen führen zu einem Ergebnis, das dich nicht glücklich macht. Selbst gesunde Sachen, basierend auf einer ungesunden Motivation, führen nicht zu den Resultaten, sondern zu Dissonanz. Und wenn du das einmal verstehst, dann verstehst du auch, warum du dich vielleicht oder Leute, die du kennst, sich nicht glücklich fühlen, keine Freude empfinden könnten. Das nennt man, glaube ich, 30% oder 33% der Menschen leiden unter diesem Hedonismus. Es gibt ein Wort dafür. Also 33% der Menschen unter 35 oder unter 25 verspüren gar nicht mehr Freude. So. Das ist richtig crazy eigentlich, wenn du so überlegst. Das heißt, diese innere Leere, dieses Fehlen von diesem wahren, fleischigen Gefühl, am Leben zu sein, das ist immer ein Resultat von diesem ich mache, ich mache, ich mache was nach, ich emuliere, ich simuliere, ich mache das, was die anderen machen, ich gucke, was die anderen machen. Und zusätzlich kommt dazu, dass Social Media auch nicht ein gutes Medium ist, um positive Motivation zu tanken. Das glauben zwar viele, aber Social Media im Kern funktioniert so gut, weil es unseren primitiven Instinkten einfach auch sehr viel Treibstoff gibt. Wir vergleichen uns, wir werden neidisch und Competition, oder dieser Wettbewerb, der entsteht, das sind alles keine positiven Motivationen. Und auf Basis dieser negativen Motivation hustlest du dann und versuchst dich irgendwie selbstständig zu machen oder deinen Purpose zu kreieren auf Basis dieser Emotionen und bist dann vielleicht sogar erfolgreich. Hier, bestes Beispiel, was mir passiert ist 2016. Ich habe 7 Jahre lang auf Basis von Werten, die nicht in mir da waren, habe ich mein Glück verfolgt und wurde erfolgreich, aber nicht glücklich. Und das ist das, was viele verstehen müssen. So, Erfolg, das ist nicht hier auf Social Media zu finden. Du weißt nicht, wie diese Menschen hier funktionieren, wie es diesen Leuten wirklich geht, die scheinbar erfolgreich sind. Das ist einfach Bullshit. Und wenn du das jetzt hörst und verstehst, um was es hier geht, dass wir vergessen haben zu fühlen, vergessen haben in uns reinzufühlen, vergessen haben unsere eigene Wahrheit für uns zu erörtern und uns nicht die Frage zu stellen, hey, was brauche ich, sondern was muss ich mal wieder fühlen? Was ist hier, was gefühlt werden muss zuerst mal? So. Nicht was soll ich tun, sondern warum soll ich es tun? Wenn das nicht zuerst mal kommt, dann wirst du immer mehr in diese Bedeutungslosigkeit hineindriften und wirklich immer mehr auch mentaler Selbstmord begehen. Also dieser Mental Suicide, der übrigens viel schlimmer ist wahrscheinlich als richtiger Selbstmord, weil den macht man nur einmal, aber mentaler Selbstmord, das ist so, wie du distanzierst dich immer mehr von dem, was du bist und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange es geht, aber irgendwann ist es vielleicht auch einfach nicht mehr möglich, sich die Frage zu stellen, hey, wo bin ich überhaupt hergekommen? So, wenn du 60 bist oder 50, ist es vielleicht wirklich zu spät. Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der sagt, hey, es ist zu spät, aber je länger du wartest, mal wieder in dich zu kommen und deinem Purpose wirklich zu folgen und wirklich für dich zu ergründen, was dir wichtig ist, nicht was da draußen irgendjemand mal gesagt hat, dein Vater, deine Mutter, deine Lehrer, irgendwelche TV-Shows, alles, was dich gebrainwashed hat. Wenn du das nicht machst, dann wirst du immer mehr zu einem Tier. Weil Tiere, die haben keine Story. Die brauchen keine Story. So, das ist der Unterschied zwischen uns und Tieren. Wir brauchen Stories, wir brauchen Bedeutung. Das ist der Stoff, aus dem das Leben gemacht ist für uns. Das ist der Leim, der uns zusammenhält. Und wenn wir zu Tieren werden, dann kann ich dir jetzt schon sagen, wir sind keine guten Tiere. Im Vergleich zu anderen Tieren sind wir ziemlich schlecht. Deswegen, wir sind Menschen und wir sollten uns wie Menschen auch verhalten können. Und da braucht es Gefühle, da braucht es Empathie, da braucht es Kognition, da braucht es dein Denkvermögen, dass du mal wieder denken lernst, aus dir heraus zu denken und nicht deine Aufmerksamkeitsspanne auf 15 Sekunden zu reduzieren mit Reels. Deswegen mache ich hier auch jetzt sehr wenig Reels. Wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, ein Reel bringt auch wirklich eine Message, aber so diese Unterhaltungsreels, einfach mal sich so ein bisschen zu berieseln lassen. Hey, das hat Dirk Kräuter auch gesagt. Früher haben Leute 2-3 Stunden ein Buch gelesen. Heute, wie lange liest du, bis du wieder auf Social Media bist? Die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Und wenn du das nicht mehr kannst, dann bist du nicht mehr lernfähig. Und dann haben wir nochmal ganz andere Probleme. Das heißt,
ich will nicht sagen, es geht hier nur um die Gefühle. Es geht darum, dass wir als Menschen hier unseren präfrontalen Kortex, dass wir den aktivieren, dass wir denken lernen, dass wir aber auch wieder fühlen und uns immer überlegen, hey, was ist hier wirklich los in mir? Was ist hier in mir los? Nicht, was ist da draußen los? Und je mehr wir nur noch in die Handlung kommen, je mehr wir nur noch versuchen, uns kurzfristig gut zu fühlen und nur noch zu tun, reaktiv, auf Basis von Social Media und dadurch, dass wir natürlich auch diesen Algorithmen ausgeliefert sind. Diese Algorithmen sind natürlich auch da, um dich noch mehr in diesen reaktiven State zu bringen. Das heißt, je mehr reaktiv du wirst, je reaktiver du bist, desto mehr wirst du fast schon zu einem Psychopathen. Das ist wirklich so, die Definition von Psychopathie ist goal-oriented action taking without any emotions, any feelings. Das heißt, keine Empathie, keine Gefühle. Da ist nur noch so dieses, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt machen? So. Und das ist das, in das wir durch Social Media immer mehr hineindriften. Und das sage ich dir hier auf Social Media, schau mal. Ich sage schon seit Jahren, folg mir am besten nicht auf Social Media, sondern leb dein Leben. Aber ich bin jetzt hier, um dich zu reminden, dass es auch meine Arbeit gibt, die ich hier nicht auf Social Media verrichte, sondern in meinem Mentoring. Deswegen schreib mir gerne. Ich arbeite auch nicht mit vielen Leuten zusammen. Ich kann auch nicht mit vielen Leuten zusammenarbeiten, weil diese Arbeit, die geht nicht. Das ist keine Massenabfertigung. Wir haben 15 Plätze pro Monat. Wenn du einer von denen sein möchtest, melde dich bei uns. Und nochmal zusammengefasst, was ist das größte Problem? Wir werden eine Pandemie von Bedeutungslosigkeit haben in den nächsten Jahren. Und da kann das bedingungslose Grundeinkommen auch kommen. Das wird es nicht verhindern. Und spätestens dann kannst du dir aussuchen, in welche Richtung es gehen soll. Entweder du wirst zu einem Zombie. Hier, Social Media, Virtual Reality. Kann sein, dass das die Zukunft ist. Kann sein, dass ich einfach schon zu alt bin. Dass ich ein bisschen romantisch bin. Aber wenn du sagst, hey, Misha, das macht mir Angst. Ich hab da keinen Bock drauf. Dann lerne wieder zu fühlen. Lerne wieder Zeit mit dir zu verbringen, in dich zu gehen. Folge keinen Algorithmen, folge keinen Rezepten, so drei Schritte zum Glück, so einfach ist es nicht. Es braucht dich und dein volles Commitment in dich selbst. Und wenn du das einmal gecheckt hast, dann kann es sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Deswegen auch Purpose first, Selbstbewusstsein first, alles andere kommt danach. Beziehungen, Money, Erfolg, alle diese Ziele, die sind nur dann wirklich relevant, wenn sie wirklich aus dir entsprungen sind. Wenn du wirklich merkst, das will ich und ich weiß auch, warum ich es will. So. Und wenn du nur irgendjemanden da draußen nachkopierst, weil du das Gefühl hast, der macht's richtig oder das fühlt sich irgendwie cool an, dann wirst du vielleicht sogar kurzfristig, mittelfristig erfolgreich werden, aber die innere Leere, die wird dich irgendwann auffressen, weil du dich immer mehr von deiner wahren Essenz distanzierst. So, das wollte ich mal gesagt haben. Ich hoffe, das hilft. Besten Dank und schreib auch gerne in die Kommentare, wie du das siehst.